Oh Mann, was wir beim letzten Part übelst viel auf die Fresse bekommen haben, nur weil ich richtig bescheuert war. Aber ja, gut, hoffe, dass es in diesem Part besser abläuft. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Wir machen direkt weiter. Wir sind erstmal wahrscheinlich aktuell mit der Sternstaub-Galaxie durch. Und als nächstes, wir könnten die zwei noch freischalten, aber wir machen hier weiter. Schalten erstmal das frei und es ist die Kampffelsengalaxie. Okay. Dann betreten wir mal diese etwas interessante Galaxie. Und mal schauen, was hier der erste Stern ist. Riesenfestung aufgetaucht. Ja, fängt gut an. Aber sieht schön aus. Aber hier könnte ich wieder sowas von drauf gehen. Aber okay. Machen wir das einfach mal. Wir müssen erstmal hier diese Sternteile hier aufsammeln. Also die blauen Sternteile, damit wir weitergehen können. Und erstmal hier diese Münze erstmal hier aufsammeln. Ach so, und hä? Achso, man kann ja auch nach unten laufen. Bringt das irgendwas, diese Münzen aber aufzusammeln? Ja. Toll, hoffe, dass es jetzt nicht so wichtig war. Manchmal mag ich die Steuerung nicht oder so, wenn man so 360 Grad laufen kann, wie man will, und unten nach oben, wie auch immer. Weil das irgendwie ein bisschen komisch ist, ich weiß nicht. Das ist immer noch so ein Ding, woran ich mich bis jetzt noch nicht dran gewöhnt habe. Aber wollen wir jetzt schon knapp über 10 Parts haben. Ja, den können wir leicht besiegen, denke ich mal. Ja, schön hier oben drauf, da passt das. So, was seid denn ihr für kleine Mini-Roboter? Weg mit euch, ihr. Weg mit dir und mit dir genauso. So, die Sternteile hier auch noch dabei. Okay, gut, dass es funktioniert hat, weil ich hätte gedacht, das wäre wieder der Tod. Aber was ist denn jetzt? Geht wohl nicht. Also man muss drauf springen, anders geht's nicht. Naja, gut. Ist ja nicht so schlimm. Hier ist noch ein Teil. Gut, da fehlt noch eins. Wo ist denn das letzte? Ich möchte da oben drauf. Dankeschön, aber es sah knapp aus. Ach, da ist es ja schon. Das ist nur eine Münze, die ich nicht brauche. So, einmal da drauf. Hier drauf. So, geht ein bisschen leichter, weil wollen wir uns mal nicht so anstrengen hier dabei. So, chillig. Somit können wir dann jetzt auch endlich auch weitermachen. Ah, diese Sterne, ey. Seit dem letzten Part mag ich die nicht mehr. Na gut, ich dachte schon. Was? Seit dem letzten Part mag ich diese blauen Verbindungssterne nicht mehr. So nenne ich die jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob es da jetzt so eine genaue Bedeutung gab. Ich glaube schon, aber die habe ich jetzt einfach nur vergessen. Ist ja auch egal, spielt auch keine Rolle. So, die machen wir mal zunichte. Okay. Achso, er hat als Trampolin fungiert. Okay. Was machen wir hier? Ah, vielleicht Wirbelattacke, ne? Ah, okay, gut. Einwandfrei. Aber wieder Mini-Sterne dabei. Beziehungsweise halt die Sternteile. Alle aufsammeln hier, die wir sehen. Sehr schön. Weil wir brauchen immer sehr viele zum Sammeln. Für den Vielfraß-Lumer natürlich. Können wir auch schon dahin? Ich glaube, ich sollte es lieber doch nicht versuchen. Ducken wäre mal eine gute Option. Wird das jetzt hier ein kleines Scrolling-Level oder so? Oder wie sieht's aus? Ah, hier muss ich nach unten. Sonst werde ich von diesem Elektroschild getroffen und das möchte ich ungern. Wofür diese Fragezeichenmünze sind, habe ich keine Ahnung. Hat das was mit diesen Kometen auf sich oder so, die da kommen oder so? Oder... Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Verdammt. Gibt es hier vielleicht auch irgendeine Münze, die ich mal aufsammeln könnte? Das wäre irgendwie schon cool. Aber so wie es aussieht, irgendwie gerade nicht so. Hat das Game gerade keinen Bock drauf? Ach du Scheiße. Das sind ja sowieso diese komischen anderen Gumbas, also von daher. So. Du auch noch. Ich hab gesagt, du auch noch. Hallo? Okay, gut. Dankeschön.
So, irgendwie müssen wir das auch mal aufbekommen. Ich habe auch noch immer noch keine Ahnung, was diese anderen Goombas überhaupt sind. Die sind auch Goombas, aber die sehen etwas anders aus. Irgendeine Fälschung. Vielleicht sind das Fake-Goombas, wer weiß das schon. Ja, ich brauche hier mal euch hier. Kommt mal ein bisschen näher hier hin. Könnt erstmal das Trampolin auch mal kaputt machen. Wenn euch danach so der Lust kommt. So, machen wir erstmal das auf. Dankeschön. Bringt das was, den Stern überhaupt irgendwie schon einzusammeln? Ich weiß nicht. Ach, der geht doch nicht mal bis hier hin. Oder wie? Hä? Warte mal, ich versuch's einfach nochmal. So, auf ein neues, komm her. Oder wie so eine unsichtbare Wand. Ne, den könnte ich sogar jetzt schon aufsammeln. Ist das überhaupt der? War das der Hauptstern? Ja doch, eigentlich ja schon, ne? Aber bevor ich den einsammle, benutze ich mal das Trampolin, weil da habe ich einen Fragezeichenblock gesehen, so ganz spontan. Ah, okay, da hat man da ein paar Sternteile gedroppt. Okay, wunderbar. So, einmal bitte das hier aufmachen, wenn es okay wäre. Dankeschön erstmal. Ja, du sollst es aufmachen. Nein. Okay. Puh. Ich dachte schon. Okay, jetzt gehen wir aber zum Stern. So. Der war wenigstens leicht zu holen. Einwandfreie Spitze. Du. Sehr schön. Hey, als ob ich wieder über 500 habe. Es geht ja übelst schnell. Ich hätte gedacht, das dauert übelst lange, aber hier wieder 500. Wir haben ja beim letzten Partyjahr haben wir ja erst hier. Ah ne, das waren ja 400 gewesen. 400 wurde ausgegeben und wir haben jetzt schon wieder bald 600. Also, das ist schon heftig. Da bleiben wir auf jeden Fall hier, das ist auf jeden Fall klar. Machen wir hier eine weiter oder schalten wir so eine kleine Galaxie frei? Weil das waren ja nur solche Mini-Teile hier. Dann machen wir mal bei der Kampffelsen-Galaxie mal weiter. Wenn wir es schon einmal freigeschaltet haben, dann können wir es auch gerne fortführen. Also von daher. So. Schleich dich in die Riesenfestung. Ich glaube, das wird jetzt etwas aufregender. Okay, der Aufbau sieht schon mal etwas anders aus als sonst. Als beim ersten Mal. Okay. Nur schön wieder da zu sein. Mehr oder weniger. Der Aufbau am Anfang sieht so aus oder so, als wäre der Tod bei mir confirmed irgendwie. Ich weiß nicht. Soll ich mit den Bob-Bombs irgendwas machen? Okay, werfen kann man es auf jeden Fall mit der Reaper-Bedienung. Der ist aber jetzt unten, der macht es aber unten auf, ne? Wobei, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Hier kann ich wenigstens die Mini-Sterne einsammeln. Der rollt ja weg. Ah ne, die rollen ja doch nicht weg. Macht es trotzdem kaputt, wenn es geht? Da ist ja nicht genau die Nähe. Okay, gut. Passt schon. Einwandfrei. So. Ne, unten ist nichts. Warum soll auch was sein? Ah, ich brauche noch einen Bob-Bomb, wenn das okay wäre. So, zum Glück hat er lange Zeit zum Explodieren. Es ist nicht so schlimm. So, sehr schön. Gehen wir erstmal dahin, wenn das okay wäre. Boah, das sieht immer so knapp aus. Was ist denn hier hinten? Ne. Kommen wir da auch noch hier hin? Ah ne, ihr seht es nicht, aber hier ungefähr. Würde ich jetzt Kameraperspektive machen oder so, dann... Ach, egal. Ihr würdet es ja dann auch schon dann noch sehen. Vielleicht habt ihr es auch noch gerade so gesehen. Ich weiß nicht, wie auch immer. Nein, die Bombe wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Also weg damit. Ich klatsch dich weg. So. Ah, wir gehen sogar dahin. Ach so, dann passt das sogar. Oh, wird das so ein Vielfraß, Luma? Okay, der andere Luma braucht unsere Hilfe. Wie viel braucht denn der hier? Wird er 40? Weil ich habe nur 28 gerade. Und, wie viel brauchst du?
30. Als ob, ich habe 28. Naja, dann nehm erstmal die 28 jetzt erstmal von mir. Erstmal. So, wie bekomme ich die anderen? Vor allem, wie kann ich denn den Luma hier helfen oder so, damit das aufgesprengt wird? Das verstehe ich gerade nicht. Mann, war das unnötig gerade. Ah, hier ist so ein Regenbogenstern. Ah, ne, hier die Bombe. Die Bombe. Und, da kommt, der macht das trotzdem auf, komm. Sehr schön. Nice. Jetzt sind wir wieder Regenbogen Mario. So. Bringt das was, wenn ich die ganzen Kettenhunde hier erledige? Boah, das hat ja schon was gebracht, aber die sind jetzt wieder fast alle weg. Oh, schade. War hier nicht noch irgendwas offen gewesen? Oder habe ich jetzt alles? Ah ne, das war ja der Luma gewesen. Komm, ich gebe dir noch die restlichen hier. Die restlichen zwei Stück. So. Das war's, mein Bauch ist voll und wollen wir mal loslegen. Verwandlung! So, was machst du diesmal? Kollege. Wieder nur so eine kleine, so einen kleinen Planet quasi. Wie beim letzten Mal. Okay, das sieht von weit entfernt ganz komisch aus. Ne, wir retten noch den Luma. Das machen wir auf jeden Fall noch, dann machen wir weiter. Keine Sorge. So. Das muss jetzt etwas schnell gehen. Guck, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Okay. Ging zum Glück recht schnell. Sehr schön. Danke. Hier, das ist für dich. Verwandlung. Was, du auch noch? Irgend so ein Bonus oder was? Ich kann hier nochmal schütteln. Ach so, da geht's normal weiter. Scheiße. Ah, verdammt. Ach, jetzt ist auch egal. Okay, hier ist ein One-Up. Hier ist auch so ein besonderer Pilz hier. Also kommt hier auch noch ein Bossfight. Ach, Halleluja. Das kann ja was werden, ey. Das kann ja was werden. Boah, also man muss hier... Vorsicht hier. Man muss wirklich gut darauf achten, dass man so exakt so in der Mitte ist. Und nicht wie so ein geisteskrankliches so macht und dann so. Dann ist es klar, dass es dann so komisch wird. Ich hab's vorgeführt und... Okay, zum Glück ist sie in der Plattform, weil sonst wäre ich jetzt tot. Ich habe es so freiwillig einfach so ein Leben geopfert. Toll. Wie komme ich an das Abran? War ein Versuch wert. Nein, bleib da, aber vorsichtig. So. Ich mach das jetzt extra vorsichtig, weil wie gesagt, der letzte Part war schrecklich besetzt, der schlechteste überhaupt. Aber okay. Jetzt zum Stern. Und dann, wo kommen wir jetzt hin, wenn ich mal fragen darf? Also jetzt kommen wir hier zum Inneren, oder was? Oder wie, oder was? Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Okay, hier ist sogar noch Röhre. Diese komischen Elektro-Viecher da. Am Block, den nehme ich doch gerne. Da sind sowieso wieder die Sternteile drin. Schick. So, vielleicht mal zur Röhre gehen. Mal schauen. Machen wir das erstmal. Vielleicht kommen wir da irgendwann anders rein. Und vielleicht auch einen kleinen Bonus. Nee, das ist schon. Oh, auch wieder einen Luma befreien. Oder ich glaube, hier ist auch schon Bossfight, kann das sein. Weil hier sind diese Münzen-Dinger da, hier, wenn man so einen Stern drauf wirft. Kommen! Dann halt nicht, dann warte ich halt auf den nächsten Bob um. Mein Gott. No. Drop den nächsten. Du sollst nicht da drauf springen. Oh, war das knapp, ey. Alter, war das knapp. Ich verliere umsonst Leben, ne? Ich hab ja schon eins verschwendet. Ach so. Bestimme dein Ziel mit dem Steuerkreuz, ne, mit dem Ziel, ja, und dann halt auf B. Hä, doch nicht. Hä, na was denn jetzt? Ach so, nee, auf A, sorry.
Ah, war nur teilweise. Ah, okay. Ja, jetzt auch zu spät. Ich hätte es wieder fast wieder ein Leben verschwendet, ne? Okay, der geht schon mal safe in der Nähe kaputt auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. So, next try. Auch nur so ein bisschen. Noch kleiner. Wie soll ich denn das timen? Naja, wobei, war gar nicht mal so scheiße. Sehr schön. Ich glaube, ich gönne mir aber trotzdem schon mal eine Münze. Gut, dann halt nicht. Haben wir das jetzt alle weggesprengt oder was? Hä? Doch kein Bossfight? Doch kein Bossfight? Und falls nicht, warum haben wir dann so einen Kraftpilz bekommen, frage ich mich. Ah ne, der ist zu weit. Der ist zu weit. Ihn doch noch. Oh, hat sogar beides weggesprengt. Das ist schön. Okay, ich glaube, das wird jetzt etwas schwierig, kann das sein? Nö, doch nicht. Hä? Aber wo? Wofür haben wir dann diesen Kraftpilz bekommen? Hä? Das verstehe ich jetzt gerade irgendwie überhaupt nicht. Das weiß ich irgendwie gerade wirklich nicht, wenn ich irgendwie ehrlich bin, ne? Das verstehe ich jetzt gerade irgendwie gar nicht. Wirklich etwas komisch. Aber gut. Dann machen wir hier weiter, machen wir hier noch den dritten Stern. Und dann belassen wir das mal für heute. Für diesen Part natürlich. Die Bedrohung, okay? Ich glaube, jetzt wird es langsam ernst. Ich glaube, es wird jetzt ein Bossfight kommen. Hier ist sogar wieder ein Kraftpilz. Also, wenn das der Bossfight sein soll, dann wird er ja voll easy. Yeah. Wie das so eine komische Fragezeichen in der Münze? Wofür sind die? Was seid ihr für komische Maulwürfe? Dann halt nicht. Ihr seid ja richtig langweilig. Ach egal, sammle ich halt hier die Münze halt wieder hier ein. So, perfekt. Wir müssen sogar nach oben. Also ist es sogar oben. Irgendwie. Dann machen wir das einfach mal. Was bist du für einer? Ach egal, wie auch immer. Spielt ja auch keine Rolle. Ach, wir gehen jetzt schon direkt dorthin. Ja, gut, ne, so geht's auch. Nee, als ob das ein Bossfight wert ist. Gegen diesen komischen Kreisel, der fast nichts tun kann. Also so kommt es mir vor. Oh. Wie dumm war das gerade, bitte? Komm, geh weg. Und dann müssen wir ihn dahin hetzen. Ah, okay, na dann. Ah, damit haben wir sogar auch schon den Luma befreit. Nice. Vielen Dank, zur Belohnung zeige ich dir eine Abkürzung. Verwandlung. Nice, dass du mich hier supporten möchtest, hier, mein Freund. Und jetzt? Haben wir das so einen Maulwurf? Wie kann man die bitte schön besiegen? Naja, wobei, so geht's eigentlich auch. Jetzt habe ich ja wenigstens genug Sterne gehabt. So, hier ist eine Röhre, hier ist nur eine Münze und hier? Achso, geht nicht. Schade, muss ich durch eigene Handarbeit tätigen hier. So, ab geht's durch die Röhre. Ah, wieder diese komische Physik hier. Ah, okay. Wenn wir immer diesen Fall betätigen, dann ändert sich quasi die Gravitation oder so. Oder wie soll man das anders nennen?
Ne? Ah. Verdammt. Egal, dann machen wir so normal weiter. Ich möchte wieder die Münze haben, wenn das okay wäre. Dankeschön. Ich habe jetzt nicht direkt auf Mario geachtet, ey. So, hat das jetzt irgendwas gebracht, mich da jetzt extra durch Kraft da nach oben... Naja, nach oben zu gehen halt. So. Den haben wir erstmal platt gemacht. Ich möchte gerne wieder nach unten. Dankeschön. Ah, da ist Lava. Also müssen wir erstmal oben bleiben. Na, wobei, ich gönne mir mal das ab noch. Hey, ich war doch noch beim anderen Bereich. Gut, jetzt aber. So. Ah, okay, gut. Ich dachte schon. Muss ich jetzt wirklich hier nach unten, ne? Oder was? Ich glaube, das wird etwas schwierig. Das schaffe ich doch gar nicht. Ist überhaupt nicht schwer. Nein, überhaupt nicht. Ist das überhaupt der richtige Weg, den ich überhaupt gerade gehe? Ich bin mir irgendwie gerade nicht so sicher. Ne, da war ich doch schon. Hä? Ich muss doch irgendwie nach oben oder so lang, oder? Das verstehe ich jetzt irgendwie gerade selbst nicht so genau irgendwie, ey. Warum wurde ich jetzt wieder so komisch abgeprallt? So. Jetzt bleibe ich mal da oben. Um zu sehen... Ah, nee, da geht's auch weiter, ja. Ich merk's schon. Ich merk's schon, also muss ich hier weitermachen. Okay. Jetzt bin ich wieder gut versorgt mit meinen 7 Ups fürs Erste. Kann ich die kaputt machen? Nee, geht nicht, nein! Als ob man instant down ist! Ja, genau, ist klar, wahrscheinlich. Oh, jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Also von dem Teil halt. Och, nö. Ich will doch nur nach oben. Häng dich mal da dran. So, da habe ich es etwas kürzer. So. Habe ich jetzt etwas geskillt. Ja, sowas ist bei mir auch vorhanden. Okay, das war jetzt etwas knapp. Aber es ist machbar. So, Trampolin. Dankeschön. Und ab durch die Röhre. Oh, ich glaube, so langsam ist es soweit. Ja, ich spüre es schon. So langsam ist Bosszeit hier angesagt. So, ich brauche mal hier als Trampolin hier. So, und jetzt? Jetzt aber, komm. Jetzt aber, ich spür's. 23 Minuten gerade. Ach du Scheiße, ich glaube, der Part wird richtig lang. Ach du Kacke. Was seid denn hier? Achso, ihr hier. Diese Kreisel, die sowieso nichts Böses tun. Und ich muss die woanders hinlocken. Verdammt. Ah gut, den einen habe ich wenigstens schon mal. Komm, du auch noch. So, bam. Perfekt. Und dann geht's direkt aus hin. Wunderbar. Nee, haben wir das erstmal hier. Okay. Komm, jetzt aber, weil sonst hätte ich jetzt keine Ahnung, wofür der Kraftpilz jetzt ist, ne? Ja, ich höre schon die Mucke. Also kommt ein Boss. Es kommt ein Bossfight! Seit lange mal wieder. Irgendwie. Nein, nein,
Nein, als ob! What the fuck? Vermeckt mit dir. So ein Special Luma oder so. Ich hab drei, ich hab diesen Kraftpilz nicht mehr. Willkommen im Luma-Laden. Im Moment verkaufen wir etwas überaus Nützliches für 30 Sternteile. Gerne. Was möchtest du haben? Maximale Kraft. Bitte. Zeit zu bezahlen, aber keinen Sternenteil weniger als vereinbart. Dann noch ein One-Up, wenn das auch okay ist. Ja, genau so. Mein Bauch ist so voll. Dann wollen wir mal Verwandlung. Ach so. Er verwandelt sich in einem Kraftpilz. Auch nett. Oh, war das gerade dämlich. Machen wir es halt so. Was schwebt denn da oben drauf? Was schwebt denn da oben drüber? Okay. What the fuck? Ist ja auch so ein Kreisel, aber ein bisschen mehr Aggro quasi. Kann ich euch nicht auch einfach so besiegen? Hat sogar funktioniert, lol. Es geht sogar auch so. Oh. Ah, gut. Haben wir ihn jetzt schon mal Schaden gemacht? Och man, dieser Treffer war so lame. So, weg mit euch Kleinen da. Ihr habt hier nichts zu melden. Alter, was war denn das jetzt schon wieder für ein Mist? Kann ich ihn auch schaden, indem ich irgendwie auf diesen komischen leuchtenden Knopf da irgendwie. Naja. Alter. Ihr seid hier noch nerviger hier und auch nicht hier. Ich wollte doch nur die Münze, mehr wollte ich doch gar nicht. Mein Gott, geh du auch weg. Hier, komm, geh weg. So, hier. So, noch ein Treffer. Als ob. Nach zwei Treffern. Richtig lame. Okay, gut, egal. Egal. Hauptsache, wir haben es geschafft und fertig. Okay, geil. Wunderbare Spitze. Läuft doch schön. Oh, 28 Minuten. Ist ein bisschen zu lang geworden. Ach, verdammt. Egal. Ich lasse es jetzt so stehen. 685. Ey, das geht manchmal recht schnell, ohne Witz. Speichern auf jeden Fall. Wunderbare Spitze. Aber ich würde sagen, der Part ist jetzt ein bisschen zu lang geworden als gedacht. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Abo, wenn ihr wollt. Oder falls ihr gerade neu auf diesem Kanal seid, könnt ihr hier auch gerne abonnieren und auch, um keine Videos zu verpassen, auch gerne auch die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute. Macht's gut.